Jo, da sind wir wieder. Und ich habe extra jetzt dieses Tutorial-Fenster hier offen gelassen, nur damit ich mich nochmal ganz kurz sammeln kann, was ich jetzt machen wollte. Wir hatten Eisen schon einigermaßen zusammengebastelt. Wir hatten beim Kupfer auch angefangen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das genug Schmelzofen-Mining-Drills sind. Kohle war, glaube ich, mein letztes Wort gewesen am Ende der letzten Folge. Das heißt, dass wir da Mining-Drills hinbauen und das auch irgendwie hier hin transportieren. Also nicht unbedingt automatisch auch gleich hier reinlegen, das ist ein bisschen Overkill, aber irgendwo eine Kiste, dass ich dann einfach immer stackweise das hier reinschmeißen kann. Gut. Acht gegnerische Basen. Ja, mal gucken. So, ich hätte gerne zwei Drills. Ich schmeiß hier schon mal ein bisschen Holz rein, damit das auch schön weiterläuft alles. Und wir haben hier schon welche. Stimmt, die habe ich ganz vergessen gehabt. Okay, mach. Weg. Weg. So, reicht das an Kohle? Nö. Okay, definitiv mehr. Immer, immer mehr. So. Kiste. Strom. Go. Also, Kohle haben wir, Eisen haben wir, Kupfer haben wir. Das heißt, jetzt geht es an die Maschinen. Bau 1, 2, 3 Fabriken, 4 Fabriken. Und füll das mal ordentlich mit Kohle, nicht mit Holz. So, das sollte also eine Weile halten. Stromprobleme haben wir, das heißt, als nächstes bräuchten wir auch noch ein, zwei Steam Engines. Ich hoffe mal, dass die Ratio von Boiler Engine bei 1 zu 1 ist. In dieser Factorio-Version mit Hard Choreo zusammen. Wenn nicht, werden wir das gleich merken. Wenn die Boiler mit der Hitze nicht hinterherkommen. 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad. Alles gut. Okay, super. Du kommst damit den Fabriken. Also, ich hätte gerne 1, 2, 3, 4 Fabriken. Einfach irgendwo in die Walachei gestellt. Und dann brauche ich Kisten, Kisten, Kisten. Wenn das Crafting gerade mal nichts zu tun hat, bereite schon mal ein paar von den Holzbrettern vor. Oh, und Forschung, 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 Forschung. Wichtiger als Holzbretter. So. Eingangskiste, Ausgangskiste, Eingangskiste, Ausgangskiste, Eingangskiste, Ausgangskiste, Eingangskiste, Ausgangskiste. Und Ärmchen. Wo ist das Forschungsding? Da. Bitteschön. Module, ja. Einfach alles mit Gottmodulen vollklatschen. Das klappt nicht mehr. Habe ich die bessere Rüstung schon? Nein, die war mit Stahl. Anforderung. Okay. Du stell bitte her. Eisenzahnräder. Dafür kriegst du mal ein bisschen Eisen. Wir haben doch gar nicht so viel, was wir hier stellen können, oder? Nicht wirklich. Also, immer schön auf die Ressourcen achten. Ich habe fast keine Luft mehr. Das ist nicht so gut. Das kann ich nur in besseren. Draht. Draht kannst du mal. Bisschen machen. So. Wow, wow. Okay. ich denke, das heißt, irgendeine Ressource läuft bald aus. Dementsprechend das Sauerstoff, der Sauerstoff. Also schnell darunter. Und eventuell müsste ich mich denn jetzt schon darum kümmern, das zu automatisieren. Ich weiß nur noch nicht, wie. Und sichern sollte ich das auch. Aber das. Was ist mit Türmen? Kann ich Türme bauen? Nein. Ist alles noch an der Forschungssache. Okay, Ressourcen, dann sicherstellen, dass die Forschung durchgehend läuft, dann weiter hier optimieren, dass wir noch mehr Ressourcen reinbekommen und mehr automatisieren. Und dann möglichst schnell in Richtung Türme gehen, also diese Selbstschusstürme, damit wir wenigstens die gefährdeten Bereiche, also das hier und unten die Tanks, dass wir die sichern können. Gib mir das da. Alles leer. Okay. Bau noch eine Basis. Da oben ist sie neu. Ja. Expandieren ist bald nicht mehr. So, 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 so. Strom. Okay, die beiden Sachen hätten wir schon mal automatisiert. Ist nicht wirklich wichtig und wirklich viel, aber so viel können wir noch gar nicht herstellen. Du, da rein. Das sollte schon fast reichen, oder? Ja,
reicht. Okay, das heißt, wir können gleich eine Stahlpicke herstellen und dann die Rüstung erforschen. Wo sind die ersten Türme? Was ist ein Rocket Silo? Rocket Path Satellite? The satellite should be put into the rocket. Ist das Hardcore? Nee, es ist Vanilla, ne? Man kann okay. Das ist interessant. Hilft mir allerdings jetzt nicht wirklich weiter. Ist das vielleicht hier irgendwo bei? Illyrium Gates. Das ist Hardcore, ja. Hier auch nicht. Ich hätte schwören können, man kam schneller an die Türme ran. Also die ersten Daka-Daka-Türme. Na gut, gehen wir die Forschung mal mit der Zeit durch, dann kommt er schon irgendwann. Das heißt, es ist jetzt alles an dem kleinen blauen Mann hier, das alles sichern muss. Was wäre sehr, sehr, sehr schmerzhaft, wenn es kaputt gehen würde? Sauerstoff und Wasser und dergleichen, ne? Ja. Ich könnte ja mal. Also erstmal sollte ich aufhören zu reden und mehr machen, weil die Zeit verschwende ich die ganze Zeit hier. Ich könnte ja mal testweise noch eine Pumpe bauen und dann versuchen, das Wasser irgendwie zu filtern mit irgendwelchen, mit diesen Sachen da. Die werden da dran gemacht, also im Electrolyzer. Damit könnte ich dann eventuell das alles herstellen. Oh, und hol das mal raus. Gib die mal mehr Kohle. Das noch da. So, bau einen Electrolyzer, bau eine Pumpe. Und wir brauchen definitiv hier einen zweiten Drill. Sip, 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 sip. Stahl ist fertig, okay. Electronics erlaubt... Circuit Network? Wow. Decider Combinator, Constant Combinator, Arithmetic Combinator. Oh, das klingt nach Friemelkram. Ich gehe lieber wie geplant. Improvement of Oxygen Consumption 2. Ich weiß ja nicht genau, was das macht. Also wir werden weniger Sauerstoff verbrauchen, nehme ich an. Und es dauert nicht lange. Ja, komm, go. So. Seid ihr am Arbeiten? Momentan nicht, aber hoffentlich später. So, geh. Ja, das ging echt schnell. So, jetzt aber Rüstung. Und bau mehr davon. Die sollte ich auch schon mal automatisieren. Bau bitte rote Tränke, dafür brauchst du Kupferplatten und Eisenzahnräder. Dann mach das doch mal anders. Nimm mal die Fabrik hier mit und tu die Fabrik hier hin, auch wenn das eklig aussieht. Nimm die Eisenzahnräder von da, tu die da rein. Du stehst da jetzt auch ein bisschen doof. Wenn da einfällt mehr wäre, dann könntest du gleich rüberreichen. Und Kupferplatten. Kupferplatten musste noch gefüttert werden, das ist okay. Hier... Da, da. So. Hier hast du einen halben Stack Kupferplatten. Und hier hast du noch eine Kiste, wo du die fertigen roten Tränke reintun kannst. Solange, bis ich das Ding umpositioniere. Und wir haben nicht genug Eisenplatten hier. Go. Okay. Das läuft also auch schon mal. Wir haben die nächste Nacht. Bisher noch keine Angriffswelle. Was mich ein wenig verwundert. In dem einen Testspiel, das ich gemacht hatte, kam das recht schnell. Da. Kann ich irgendwo nachgucken, wie viel Sauerstoffverbrauch ich habe? Also in Zahlen? Bei P vielleicht? Consumption. Nee, es werden nur die Fabriken sein. Meh. Oh Gott. Kohle. Stell mal ein bisschen Munition her. Was? Die Stacks sind nur 8 groß. Okay. Genau, Electrolyzer und Pumpe. Ich wollte hier rumwuseln und testen, ob wir nicht irgendwie Sauerstoff bekommen können. Das heißt, ich pappe das Ding mal hier hinter und filter dich dann um zu Oxygen. Das war einfach. Ich habe jetzt Oxygen. Und das muss ich nur zu einem Tank bringen. Also ich kann es nicht einfach hier abzapfen. Ich kann nicht den Mund an das Rohr halten und dann klappt das. Okay, Tank. Ich hoffe, bei Tanks geht das. Du. Also die anderen sehen ja auch aus wie normale Tanks.
bleibt bei 78. Und, ah, das, oh, das sind sehr kleine Mengen, die hier zustande kommen. Hängt es am Wasser? Nein, okay. Dann mache ich das mal anders. Bau mal noch zwei davon. Mach dich da weg. Bau noch ein Rohr. Und mach das denn ein wenig anders. So, so. 1, 2, 3. Ja, ihr kriegt Strom, keine Sorge. Blub. Blub, blub. Sauerstoff. Dim, dim, dim. Es läuft alles problemlos, richtig? Richtig. Ja, also es hält sich auf jeden Fall. Es wird mehr. Also es hält sich nicht, es wird mehr. Das ist gut. Das heißt, Sauerstoff haben wir ja keine Probleme. Selbst wenn jetzt irgendwie ein Beiterangriff kommt und das so vernichtet, wird das trotzdem alles klappen und überleben und nichts wird zerstört. Das ist sehr, sehr schön. Was fehlt hier? Noch mehr Eisen fehlt. Und wir sollten die Kiste da mal beschränken und die rausholen und da reinschmeißen. Ja, komm. Die Hälfte nehme ich mal. Mist. Hälfte nehme ich mal für Eigenbedarf. So. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Die Sache hier hinten auch einmal befeuern. Was als nächstes? Gib mir Stein. Als nächstes wäre wahrscheinlich einfach mehr Forschungslabore. Mehr Tränke, um dann noch schneller noch mehr zu erforschen. Und Fließbänder. Fließbänder automatisieren wäre auch noch so eine Sache. Noch eine Fabrik, die wir direkt neben die Zahnräder stellen können. Also, und vielleicht hier mal Ärmchen bauen. Könnte auch helfen beim Abtransport. So. So. Okay. Und dann hier irgendwann runter. Bau bitte noch eine Fabrik. Okay, die Fabrik kommt jetzt mal hier hin, nimmt sich von da Zahnräder und du baust bitte... Oh, brauchst auch nur Eisen dafür? Ja, das ist doch perfekt. Dann nimm einmal von da die Zahnräder, von da das Eisen. Jetzt müsste ich eigentlich nur das Eisen hier bekommen, aber das passt vom Platz her nicht. Achso, bitteschön, dankeschön, gut. Das hält jetzt hoffentlich. Gut, wo habert es hier? Eigentlich nur am Reinlegen in die Kiste, oder? Glaube ja. Brauchen bessere Fließbänder. Oh, das dauert noch. Nee, komm, baue jetzt noch ein paar mehr von den Forschungsdingern. Damit das ein bisschen zackiger läuft. Das heißt, ich mache hier mal eine kleine Anlage. Nee, mit Fließbändern mache ich das lieber. Baue das mal dahin und dahin. Jeweils mit Ärmchen und Fließbändern. Und dann nimmt ihr das hier raus, legt es auf dem Fließband. Das Fließband läuft hier lang und die tun sich das dann da rein. Mit hässlichen Poles. So. Das. So. Und hier unten kommt dann noch einer hin und da auch noch einer hin. Ist ein bisschen unpraktisch wegen dem Eisen, aber ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bis das ganze Eisen da weg ist. In der Hinsicht haben wir echt eine schicke Stelle. Das ist ein richtig schön großes Eisenfeld. Neue Basis. Neue Basis genau unter uns. Ja. Warum? Nein. Lalala. Gib mir das Kupfer. So. Was fehlt dir jetzt schon wieder? Gar nichts. Nur Zeit. Ja, wird nicht lange dauern. Da brauchen wir auch ein... Oh, dass das nicht... Das ist gemein. Gib mir das. Weil es zu schnell um die Ecke huscht, hat das Ding das nicht abbekommen. Hier, da, mit Pole. Und das Armor Crafting dauert schon ganz schön lange. Ja, 30 Zeiteinheiten. Schon ein Ticken happiger. Aber ich denke mal, die Rüstung wird auch ordentlich helfen. Das ist okay. Hm, Kupfer. Achso, und du hast noch gar keine Kiste zum Auslagern. Hier auslagern, bitte. Mit hässlichen Pole.
Schwerdamage. Und du bitte noch ein Ticken weiter und dann runter. Und hier einfach die in die Kiste schmeißen. Oder Kisten wahrscheinlich eher. Ärmchen. Tim, Tim. Tim, Tim. Und gut. Das sag ich einfach einmal. Wow, das ist eine ganz schön lange Schlange inzwischen. Okay, Kupfer ist sicher, Eisen ist sicher, Stein ist sicher, Kohle ist sicher. Für unsere momentanen Verhältnisse. Wird sich alles ändern, sobald ich anfange, grüne Chips zu bauen. Aber momentan, wie gesagt, Fokus ist für mich eher noch weiterhin auf rote Tränke. Staut sich das hier? Nicht so ganz. Du verbrauchst auch noch das? Nö, mehr. Mehr Forschung braucht mehr Eisen. Zap, zap. Dann gleich noch eine Fabrik, die rote Tränke herstellt. Ich habe langsam keinen Platz dafür, die Zahnräder.